Hallo, heute werde ich euch das Trilice-Rezept vorstellen, was sich im Mund schön auflöst. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir fügen 4 Eier, ein Glas Zucker und 1 Teelöffel Vanille in den Rührschüssel und schlagen sie, bis die Mischung weiß wird. Nachdem wir die gewünschte Konsistenz erreicht haben, fügen wir ein Glas lauwarmes Wasser, einen Esslöffel Backpulver und 1,5 Glas Mehl hinzu und mischen diese. Nach dem Mischen auf das Backblech gießen und im vorgeheizten Backofen 30 Minuten backen. Für die Milchsoße rühren wir 3 Gläser Milch, ein Glas flüssige Sahne und 3 Esslöffel Zucker. Für die Karamellsoße nehmen wir ein Glas Zucker in die Pfanne und lassen ihn unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze schmelzen. Nachdem der Zucker vollständig geschmolzen ist, fügen wir einen Esslöffel Butter hinzu und mischen sie durch. Zum Schluss ein Glas Sahne hinzufügen und bei schwacher Hitze erneut aufkochen, bis die Soße dick wird. Wir gießen die Milchsoße auf unseren leicht abgekühlten Kuchen. Zum Dekorieren schäumen wir eine Schlagsahne. Wir legen davon ein wenig beiseite und verteilen den Rest auf den Kuchen. Nun fügen wir die abgekühlte Karamellsoße auf die Schlagsahne. Mit der Schlagsahne, die wir zuvor beiseite gelegt haben, schmücken wir den Kuchen und formen es mit einem Zahnstocher. Es wird für 5 oder 6 Stunden in den Kühlschrank gelegt und erst danach in Scheiben geschnitten. Nun ist unsere Trilice bereit zum Genießen. Guten Appetit!